Er ist wieder da. Denis Dmitrijewitsch Buschujew, 34 Jahre alt, wird wie schon im Mai 2016 für ein Spiel Cheftrainer des TSV 1860. Das Ganze aus dem einfachen Grund, weil die Löwen ja den ursprünglichen Cheftrainer Kostas Hrnčević entlassen haben. Dann übernahm Daniel Birovka, der durfte aber nur 3 Spiele die Mannschaft führen, weil er nicht die UEFA Pro-Lizenz besitzt. Diese wiederum hat Denis Buschujew und deshalb übernimmt er nun das letzte Spiel der Hinrunde. Danach geht's in die Winterpause. Wir wissen natürlich, dass die Heidenheim momentan einen Lauf hat. Ja. Die kommen natürlich mit viel Selbstvertrauen nach München. Und die stehen jetzt nicht umsonst auf Platz 4. Ja. Die haben sehr gute Vorrunde gespielt. Aber für uns ist das uninteressant. Ja. Wir müssen schauen, dass wir unsere Stärke, am Freitag unsere Stärke durchsetzen. Ja. Wieder ist es nur ein Spiel, dass Denis Buschujew als Cheftrainer bei den 60ern aktiv sein wird. Doch die Situation ist völlig anders als im Mai. Da waren die Löwen gerettet, dank der 3 Siege, die sie unter Daniel Birovka errungen hatten. Diesmal stehen die 60er kurz vor der Abstiegszone. Letztes Jahr zwar auch, es ging auch um sehr viel, auch um Spiel gegen FSV Frankfurt, weil es geht dann um die Pokalplatzierung. Ja. Und diesmal geht es genauso um viel. Ja. Wir wollen unbedingt 3 Punkte in München halten. Am 17. Spieltag, da treffen die Löwen auf den 1. FC Heidenheim. Quasi von der Tabelle her gesehen, die Umkehrung der 60er nur eben erfolgreich. Die Heidenheimer, die stehen auf Tabellenplatz 4, haben 8 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen und 28 Punkte. Und damit fast doppelt so viel wie der TSV 1860, der es auf gerade mal 15 Punkte bringt. Dafür 9 Niederlagen hat, 3 Unentschieden und 4 Siege. Vom Papier her eine ziemlich klare Situation. Die Mannschaft, die schon seit längerem zusammenspielen und ja, die kommen natürlich viel über Kampf, ja, die haben auch viele große Spiele, müssen aufpassen, dass es bei Standards, dass wir gute Aufteilung bei Standards haben, aber im Endeffekt, das ist typisch zweite Ligamannschaft, ja, und aber ich bin, wie gesagt, wir haben auch gute Kader und ich bin davon überzeugt, dass wir das morgen schaffen, gegen die zu gewinnen. Denis Buschujew ist so etwas wie der Schattenmann. Er ist eigentlich Co-Trainer bei der U21, damit also der Assistent von Daniel Birovka. Beide zusammen werden jetzt aber auch die Profimannschaft natürlich für dieses letzte Spiel der Hinrunde vorbereiten. Wahrscheinlich unter der Leitung von Daniel Birovka. Doch dann am Spieltag selbst wird Denis Buschujew an der Seitenlinie stehen, wird die Mannschaft dann eben coachen. Ich habe von Anfang gewusst, dass der Daniel nur 3 Spiele machen darf. Und ich wollte die Mannschaft auch nicht im Stich lassen. Das heißt, für mich war klar, dass ich dann für das letzte Spiel Verantwortung übernehme. Wenn alles so läuft wie angekündigt, dann wird Denis Buschujew wirklich nur ein Kurzzeitengagement als Cheftrainer haben. Denn in der kommenden Woche, also noch vor Weihnachten, wollen die 60er ihren nächsten Cheftrainer präsentieren, mit dem die Mannschaft dann in die Vorbereitung nach der Winterpause geht und eben auch dann die Rückrunde bestreitet. Ja, momentan steht fest, dass ich am 11.01. mit der Amateurmannschaft auf Platz 3 dann stehe. Am letzten Spieltag im Jahr 2016, da können die Löwen vorlegen, denn sie spielen bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr hier in München eben gegen den 1. FC Heidenheim. Sie können sich zwar in der Tabelle nicht mehr verbessern, dafür ist der Rückstand zum 1. FC Kaiserslautern zu groß, aber sie könnten mit einem Erfolg einen größeren Vorsprung auf die Abstiegszone erreichen.